Florian Wirtz ist immer noch gerade mal 20 Jahre alt, aber schon der wahrscheinlich wichtigste Spieler bei Leverkusen. Und die sind Erster in der Bundesliga. Sein Potenzial ist also crazy. In IFC 24 liegt es bei 91. Also mal schauen, wie gut er in diesem Video werden kann. Denn wir spielen heute seine komplette Karriere, bis er aufhört. Servus oder so. Vielleicht gewinnt er ja auch den Ballon d'Or oder halt generell ein paar Titel. Das könnte ja auch schon in der ersten Saison mit Leverkusen direkt klappen. Die simuliert jetzt gerade auch schon durch. Also Daumen rein, den ersten Ballon d'Or hier gewinnt natürlich Haaland. Und dann schauen wir es uns mal an. Wie gut ist Wirtz schon geworden? Der ist auf eine 88 hoch. Aber kann Leverkusen so genauso gut performen wie im Real Life? Ich musste ihr Spielsystem halt so ein bisschen verändern, damit auch wirklich die Besten der besten Spieler eingesetzt werden. Und so landet Leverkusen dann auf dem zweiten Tabellenplatz. Und vor ihnen ist nicht der FC Bayern, sondern Borussia Dortmund mit 17 Punkten Vorsprung und nur einer einzigen Niederlage. Was hat Edin Terzic mit denen denn bitte gemacht? Und dann habe ich ihnen gesagt, was ich will. Was ich brauche. Im DFB-Pokal ist Wirtz mit Leverkusen gegen Bayern in Runde 3 geflogen. Und in der Euroleague, das ist der letzte verbleibende Wettbewerb, den gewinnt einfach PSG im Finale gegen Liverpool. Und Leverkusen ist gegen Sparta Prag im Achtelfinale geflogen. Also das ist wirklich überhaupt keine zufriedenstellende Saison für Florian Wirtz, der 13 Tore schießt und 11 Vorlagen gibt. Im Relief hat er halt schon 20 Scorer in dieser Saison. Hier kommt er in 44 Partien auf insgesamt 24, ist damit drittbester Torschütze und zweitbester Vorlagengeber zusammen mit Hofmann. Aber es gibt ja schon Gerüchte im Real Life über einen Wechsel von Florian Wirtz zur nächsten Saison und hier passt jetzt noch dazu die Leistung seiner Mannschaft nicht. Ich würde also tatsächlich jetzt schon sagen, das war's mit Flo Wirtz bei Leverkusen. Während Florian Wirtz sich also in der zweiten Saison auf die Transferliste setzen lässt, läuft die Europameisterschaft 2024 in Deutschland und bis hierhin performt die Mannschaft von Julian Nagel ist man auch richtig gut. Wirtz ist natürlich auch im Kader und hat bis jetzt jedes Spiel gemacht. Wer bietet jetzt aber für ihn? Bis hierhin noch kein Transferangebot. Eigentlich müsste doch jetzt jeder Top-Club anklopfen. Da ist der erste und es ist Atletico Madrid. Ist das der richtige Schritt für Florian Wirtz? Ich finde nicht. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr das angenommen hättet. Ob ihr Florian Wirtz bei Atletico seht. Als nächstes der AC Milan. Das ist natürlich ein legendärer Club und die Vereinsfarben passen perfekt. Und trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das annehmen soll. Eigentlich wäre es ja sowieso sinnvoll, wenn Florian Wirtz erst nach der EM wechselt. PSG bietet 160 Millionen. Aber ich werde es jetzt einfach so machen. Wir simulieren hier bis zum Vorbereitungsturnier, dann sollte die EM vorbei sein. Und ab dann nehme ich das erste Angebot an, was reinkommt. In der Zwischenzeit haben noch die Spurs und Newcastle für Wirtz geboten, der sich jetzt möglicherweise Europameister nennen darf. Wir schauen mal rein. Der Titel geht an Kroatien. Wie weit ist Deutschland gekommen? Bis ins Halbfinale. Und da war dann Schluss gegen die Kroaten. Das ist trotzdem eine beachtliche Leistung, wenn man sich anschaut, wie Deutschland in den letzten Jahren so performt hat. Top-Torjäger im Turnier ist einfach Musiala. Florian Wirtz dagegen hat leider kein einziges Tor geschossen, auch keine Vorlage gegeben, aber 5-mal gespielt. Also mit Einsatzzeit hat er überhaupt keine Probleme. Und das soll auch bei seinem nächsten Club so sein. Ich habe ja gesagt, das erste Angebot werde ich annehmen. Aber noch ist kein Star. Aber das kann nicht mehr lange dauern. Jawohl, jetzt haben wir eins und es ist ausgerechnet vom FC Bayern. Das ist halt auch wahrscheinlich das stärkste Gerücht im Real Life, dass Florian Wirtz zum FC Bayern wechseln wird. Und es ist halt jetzt wirklich das erste Angebot, was hier reinkommt. Also es ist 0,0 gescriptet oder so. Aber ich habe gesagt, das erste Angebot, was reinkommt, werde ich annehmen. Und da stehe ich auch zu meinem Wort. Florian Wirtz wechselt im Sommer 2024, also zum FC Bayern. Die große Frage ist da jetzt natürlich, wie kann man ihn am besten ins Team integrieren? Weil auf der 10er-Position gibt es ja schon Jamal Musiala. Aber ich probiere da jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Weil es muss doch auch möglich sein, dass die beide auf einmal spielen. Und so könnte das doch eigentlich ganz gut klappen. Ist halt die Frage, ob es nicht zu offensiv ist. Aber ich denke, das werden wir gleich herausfinden, wenn wir die zweite Saison simulieren. Die erste von Wirtz beim FC Bayern. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die hier in der letzten Saison nicht Meister geworden sind. Also das ist eine ganz besondere Situation.
Situation, die es im Real Life aber auch genauso geben könnte. Ballon d'Or-Sieger wird Vinny Junior. Für solche Preise fehlen Wirtz aktuell noch die Titel, aber das könnte sich ja gleich ändern. Das Team sieht richtig gut aus, bis auf den Keeper vielleicht, da muss ich nächste Saison einen Ersatz für Manuel Neuer holen. Aber gerade dieses Mittelfeld mit Wirtz und Musiala davor, Kane, das muss doch Titel gewinnen. Let's go, die deutsche Meisterschaft ist back in München und damit zum ersten Mal in den Händen von Florian Wirtz. Supercup-Sieger wird er noch dazu. Den DFB-Pokal gewinnt aber Hoffenheim in diesem Jahr. Superpokalsieger, wir können es ja schnell durchgehen. Die Champions League holt PSG. Was ist mit Bayern? Die sind in der Gruppenphase rausgeflogen, haben also Europa League gespielt und sind da nur bis ins Halbfinale gekommen. Also man muss wirklich sagen, nur, weil so wie die Mannschaft hier aussieht, da würde man schon meinen, dass noch mal ein bisschen mehr drin ist. Florian Wirtz, 14 Tore, 9 Vorlagen, bester Vorlagengeber. Trotzdem steht er aktuell noch so ein bisschen im Schatten von Jamal Musiala. In der dritten Saison bekommt Florian Wirtz jetzt erstmal einen neuen Mitspieler, denn ich kaufe ab der zweiten Saison bei jedem Verein immer einen Spieler pro Saison. Außer der Club gewinnt die Champions League. Gregor Kobel, willkommen beim FC Bayern. Auch dazu gibt es ja Gerüchte im Real Life. Der hat halt jetzt einfach 100 Millionen Euro gekostet. Aber ich denke, es ist mit Abstand die beste Verpflichtung, die für diese Mannschaft möglich ist. Neuer sitzt ab sofort also nur noch auf der Bank. Aber irgendwann musste es einfach so kommen. Das ist ungefähr so wie mit dem Ballon d'Or für Mbappé. Und mit dem nächsten Bundesliga-Titel für Florian Wirtz beim FC Bayern? Fragezeichen. Schauen wir es uns mal an. Wirtz ist nicht bei der Nationalmannschaft? Hä, was ist das denn? Es findet die Weltmeisterschaft statt. WM 2026? Hä, aber Deutschland ist generell nicht qualifiziert. Hä, was zur Hölle ist das bitte? Deutschland ist nicht bei der WM dabei, aber wo ist dann Jamal Musiala? Der spielt doch auch für die deutsche Nationalmannschaft. Das gleiche für Sané, Gnabry. Also ich check hier gerade gar nichts mehr. Der FC Bayern gewinnt auf alle Fälle die Bundesliga. 82 Punkte am Ende. Dazu nicht den Supercup. Den DFB-Pokal auch nicht. Aber immerhin, das hat man gerade schon gesehen, die Europa League. Also Bayern war schon wieder in der Europa League, weil die schon wieder in der Gruppenphase der Champions League rausgeflogen sind. Gruppendritte hinter den Rangers und Real Sociedad. Also es ist echt absolut wild, was hier abgeht. Wirtz hat eine 92 mittlerweile erreicht und 20 Tore geschossen, 13 Vorlagen gegeben. Also das ist wirklich absolut überragend. Und auch besser als die Zahlen von Jamal Musiala. Und jetzt aktuell sehe ich auch noch keinen Grund für den 23-jährigen Wirtz den FC Bayern zu verlassen. Also die vierte Saison, hier ist seine dritte beim FC Bayern. Das ist das letzte Jahr, in dem er jetzt noch mit Neuer, Müller und Carvajal zusammenspielt. Alle drei ihre Karriere. Das heißt, es braucht auch wirklich Nachschub an neuen richtig guten Spielern. Und genau so einer ist Theo Hernandez definitiv. Und damit ist es jetzt aber wirklich schon langsam eine Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann. Jetzt schauen wir uns aber erstmal den Ballon d'Or-Sieger an. Zum zweiten Mal Erling Haaland ist das. Aber Florian Wirtz kommt schon langsam so in Richtung des Niveaus, wo es dann interessant wird. Ich meine, er hat eine 92 mittlerweile mit 24 Jahren. Er gewinnt mit Bayern auch erneut die deutsche Meisterschaft. Also den Titel hat er in jeder Saison hier gewonnen. Supercup dieses Jahr auch. Den DFB-Pokal halt leider nicht. Da ist Bayern peinlich im Elfmeterschießen gegen Kiel rausgeflogen. Das kennt man ja aus dem Real Life sogar. In der Champions League geht der Titel leider an Atletico, weil Bayern mit 4:5 an Real Madrid gescheitert ist. Europa League Sieger, Conference League Sieger. Florian Wirtz, zwei Gesamtstärken schlechter als Musiala. Schießt aber deutlich, deutlich mehr Tore als er und gibt auch mehr Vorlagen. 36 Scorer in 47 Spielen. Damit ist er nach Harry Kane, der komplett alles zerlegt, der zweitbeste Scorer beim FC Bayern. Die fünfte Saison insgesamt ist die vierte beim FC Bayern. Aber schon langsam sollte Florian Wirtz hier mal die Champions League gewinnen, weil sonst muss er versuchen, sein großes Ziel mit einem anderen Verein zu erreichen. Aber mal mindestens diese Saison versucht das jetzt noch mit dem FC Bayern, weil eigentlich ist das Team doch in jedem Fall gut genug, um jetzt mal den Henkelpott nach Deutschland zu bringen. Aber noch ist es nicht so weit. Erstmal müssen wir schauen, wer den Ballon d'Or gewonnen hat. Vinny Junior. Den sehen wir da auch schon zum zweiten Mal jetzt. Ich fürchte halt aber, wenn der FC Bayern jetzt mal die Champions League gewinnt, dann geht der Titel eher an Jamal Musiala, weil der zwei Gesamtstärken besser ist als Flo Wirtz. Wirtz performt bis hierhin ja besser und man hat es gerade schon gesehen. Mit seiner 93er Gesamtstärke hat er jetzt endlich die Champions League gewonnen. Dazu die deutsche Meisterschaft mit unglaublichen 85 Punkten. Supercup-Titel, DFB-Pokal auch. Hey, das heißt ja, die haben alle Titel gewonnen.
Spannen, die überhaupt möglich waren in dieser Saison. Also der FC Bayern ist hier mittlerweile zu einer absoluten Weltmacht geworden. Die Europa League geht an Dortmund. Also generell der deutsche Fußball kann sich hier wirklich sehen lassen. Hat Wirtz jetzt wirklich besser performt als Musiala? Näher war so ein bisschen schlechter. Auch krass, dass Harry Kane mit 34 immer noch so abgeht. Aber jetzt ist halt die Frage, wer gewinnt den Ballon d'Or? Also der muss doch eigentlich an den Spieler von Bayern gehen. Ich wollte jetzt auch eigentlich direkt zur Ballon d'Or-Verleihung simulieren. Aber wir dürfen da etwas nicht vergessen. Und zwar die EM, die gerade stattfindet, beziehungsweise stattgefunden hat. Frankreich gewinnt das Ding. Deutschland ist in der Gruppenphase letzter geworden. Dabei ist die Mannschaft doch eigentlich richtig gut. Aber der Trainer stellt Kacke auf. Kein Musiala und auch kein Florian Wirtz in der Startelf. Musiala kommt trotzdem auf 3 Einsätze, Florian Wirtz auf 2. Aber dann weißt du ja schon, was da los ist. Und deswegen gewinnt jetzt wahrscheinlich auch keiner davon einen Ballon d'Or. Genauso ist es. Erling Haaland natürlich. Wer sonst? Es reicht also nicht mal aus, die Champions League zu gewinnen. Vielleicht klappt es ja, wenn man die verteidigt. Und generell wollte ich Wirtz jetzt einfach noch die Chance geben, genau das mit dem FC Bayern zu tun. Er hat eine 94 jetzt, das ist richtig, richtig krass. Ist 26 Jahre alt, gewinnt erneut die deutsche Meisterschaft. Den Supercup nicht in diesem Jahr, den DFB-Pokal auch nicht. Superpokalsieger kann er sich auch nicht nennen, weil die gegen City verlieren. Und die Champions League wurde auch nicht verteidigt. Also es war eine semi-erfolgreiche Saison. 3:1 rausgeflogen gegen Porto. Das tut extrem weh und ich würde auch sagen, er hat jetzt sein Projekt FC Bayern abgeschlossen. Er hat alles erreicht mit dem Club. Die letzte Saison war perfekt. Keine Ahnung, warum die jetzt so schlecht war. Aber ich würde sagen, das ist auch der perfekte Beweggrund, um sich jetzt hier mit 26 Jahren auf die Transferliste setzen zu lassen. Aber Wirtz wird jetzt natürlich nur zu einem Verein wechseln, mit dem er die Champions League gewinnen kann. Hier ist noch kein Transferangebot jetzt für ihn dabei. Aber das wird nicht lange auf sich warten lassen. Da ist es auch schon von Athletic Bilbao. Aber das passt ja mal 0,0. Als nächstes meldet sich Juventus Turin. Die sind im Karrieremodus häufig richtig heftig. Im Real Life spielen sie ja gerade auch ganz gut. Aber es ist halt jetzt nicht mehr so der absolute Spitzenklub. Da muss ich mir auf alle Fälle erstmal den Kader anschauen. Im Angriff haben sie immerhin Vlahovic. Ansonsten ist es jetzt nicht so krass. Malen ist hier. Neves. Boah, schon einige ganz gute Spieler. In der Defensive ist Hincapié der beste Spieler. Ja, ich weiß nicht so recht. Im Tor immerhin Timon Baran mit einer 89. Ich würde sagen, wir schauen mal, was sonst noch so reinkommt. Und das ist ein 266 Millionen Angebot von Manchester United. Ist halt jetzt im Real Life auch kein absoluter Spitzenklub mehr. Trotzdem könnten die heftig sein. Højlund hat eine 89. Generell die Offensive kann sich sehen lassen. Im Mittelfeld Camavinga, Miretti in der Defensive. Fehlen bis jetzt die guten Spieler. Dann kommt Kosunu. Dazu Perschurs, Udogie und im Tor. Ah, das Tor ist so ein Problem hier. Aber ansonsten ist es eine richtig, richtig gute Mannschaft. Auf alle Fälle besser als Juve. Aber ein drittes und letztes Angebot werde ich jetzt noch einholen, um mich dann zwischen den drei zu entscheiden. Und das letzte Angebot kommt von den Spurs. Also klar, ich kann mir deren Kader anschauen. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die mit Manchester United mithalten können. In der Offensive ist Nunez im Mittelfeld schon auch einige gute Spieler, aber der beste war Madison, der bringt halt nichts, weil der auf der Position von Wirtz spielt. Und die Defensive ist echt nicht gut, bis auf Araujo natürlich. Im Tor sind sie so ein Ticken besser. Ja, aber trotzdem. Florian Wirtz macht den Schweinsteiger und wechselt zu Manchester United. Genau den Wechsel gab es damals ja auch. Er geht als großer Spieler des FC Bayern auf alle Fälle für 266 Millionen. Und das erste Ziel ist hier jetzt mal, einen Premier League Titel mit Manchester United zu holen. Und so sieht deren absolute Top-Aufstellung aus. Also klar, es gibt Schwachstellen, Rechtsverteidigung und der Torhüter. Aber das können wir ja dann ab nächster Saison angehen. Man sieht sie auch schon im Kalender. Manchester United spielt Champions League. Also die waren dann wohl auch letzte Saison nicht so schlecht. Ballon d'Or-Sieger mal wieder Vinny. Also gebt mal gern eure Tipps in den Kommentaren ab. Glaubt ihr, Wirtz wird in diesem Video noch einen Ballon d'Or gewinnen? Also es wird auf alle Fälle verdammt schwer. Was hilft sind Titel mit Manchester United Zweiter in der Liga. Aber das ist gar nicht so schlecht. Darauf kann man aufbauen. Es ist die erste
Saison von Florian Wirtz hier, da darf man auch nicht zu viel erwarten. Carabao Cup Sieger wird Tottenham. Manchester United ist aber überall relativ weit gekommen. Hoffentlich auch in der Champions League. Die gewinnt einfach Celtic. Was zur Hölle? Das habe ich, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Manchester United ist in der Gruppenphase rausgeflogen. Die haben also dann Europa League gespielt und sind da bis ins Halbfinale gekommen. Dann war aber Union Berlin zu stark. Also ihr merkt, wir sind ja wirklich in einem Paralleluniversum mittlerweile angekommen, denn es ist das Jahr 2030. Da ändert sich halt einiges im Fußball. Bester Torschütze bei United ist natürlich Højlund. Wirtz spielt eine ordentliche Saison. 11 Tore, 8 Vorlagen, ist nicht verkehrt. Aber von einem Spieler mit der Klasse, mittlerweile auch schon in seiner Prime, erwarte ich mir dann doch ein bisschen mehr. In der 8. Saison musste jetzt ein neuer Keeper her für Manchester United. Und der war nicht mal teuer. Mike Maignan, 25,8 Millionen. Liegt natürlich daran, dass der hier auch schon 34 Jahre alt ist. Aber diese 90er Gesamtstärke zwischen den Pfosten sollte trotzdem extrem helfen. Ihr seht auch, er ist gerade bei der Nationalmannschaft. Denn es findet die nächste WM statt. Und da ist Deutschland jetzt auch endlich wieder mit dabei in einer Gruppe mit Portugal, Marokko und Nordirland. Aber es könnte schon knapp werden in Sachen Weiterkommen, Gruppe überstehen. Am 23. Juli können wir das mal abchecken. Das sollte das komplette Turnier durch sein. Und Sieger wird Deutschland. Deutschland gewinnt die WM. Das Finale 2:1 gegen Argentinien. Also wie beim letzten WM-Titel ein Finale gegen Argentinien. Ich check nur nicht, wie die weitergekommen sind. Die wurden einfach Gruppendritter und holen am Ende den Titel. Das geht bei der richtigen WM nicht. Aber hier gibt es ja nur 6 Gruppen, weil es nicht so viele Nationalmannschaften im Spiel gibt. Hier sieht man dann auch nochmal Musiala und Julian Nagelsmann. Das hier war der Kader von Deutschland mit Urbik und Simon im Tor. Dann Mukoko, Guda, Viper, Brunner, Adeyemi, Wirtz natürlich, Knauf, Havertz, Martel, Musiala, Bissek, Tah, John, Rothe, Süle, Chao, Henrichs, Baku und Schlotterbeck. Also komplett verrückte Nationalmannschaft. Das hat gar nichts mehr mit der aus dem Real Life zu tun. Aber vielleicht ist das auch der ausschlaggebende Grund, warum die Weltmeister geworden sind. Mit dem Titel in der Tasche könnte es doch jetzt mal was werden mit dem Ballon d'Or. Und Ballon d'Or-Sieger ist Phil Foden. Was zur Hölle. Gut, der hat mit City die Premier League gewonnen. Aber man sieht es doch an Messi, wie viel der WM-Titel normalerweise zählt. Mit Manchester United lief es halt noch nicht so krass. Darauf kann man es schieben. Hoffentlich wird das jetzt in dieser Saison besser. Wirtz hat eine 95. Schießt immerhin 18 Tore, gibt 13 Vorlagen. Ist mittlerweile 28 Jahre alt. Und gewinnt mit Manchester United die Premier League. Let's go. 82 Punkte reichen am Ende. Community Shield gewinnt man noch dazu. Den FA Cup leider nicht. Carabao Cup dafür, aber let's go. Hey, das ist wirklich eine saustarke Saison. Diese Pokalwettbewerbe zu gewinnen, ist nämlich richtig, richtig schwer in der Champions League. War halt leider im Viertelfinale gegen Leipzig Schluss. Das heißt auch, ich darf die Mannschaft nochmal upgraden und ein weiteres Jahr Manchester United, würde ich sagen, ist für Florian Wirtz auf alle Fälle noch drin und auch ganz sinnvoll, würde ich sogar behaupten. Denn Manchester United bekommt jetzt einen neuen Rechtsverteidiger. Und generell ist das Projekt Manchester United ja noch nicht abgeschlossen. Für Florian Wirtz. Premier League wurde zwar schon gewonnen, aber natürlich noch nicht die Champions League. Das wäre doch der nächste logische Schritt, wobei die bisherigen Ergebnisse in dieser Saison gegen die Top-Teams, die waren jetzt nicht so vielversprechend. Ballon d'Or-Sieger wird... Wer ist das überhaupt? Rasmus Højlund. Wann haben die sein Gesicht geändert? Der ist halt 3 Gesamtstärken schlechter als Wirtz. Aber er hat halt so diesen Stürmerbonus. Ich glaube generell als ZOM ist es echt schwer, in IF 10 Ballon d'Or zu gewinnen. Die nächste Saison ist vorbei. Wirtz hat eine 96. Ist 29 Jahre jetzt alt. Statistik von ihm. 15 Tore, 9 Vorlagen. Damit ist er in keiner Kategorie der Beste seiner Mannschaft. Und wahrscheinlich werden sie deshalb auch nur Zweiter in der Premier League. Chelsea hat 10 Punkte mehr. Community Shield wurde auch nicht gewonnen. FA Cup dafür schon. Also es war keine komplett titellose Saison. Carabao Cup gewinnt Crystal Palace. Superpokalsieger wird Manchester City. Die Champions League gönnt sich Paris Saint-Germain. Manchester United ist gegen Barcelona schon im Achtelfinale rausgeflogen. Also das ist echt ein ganzes Stückchen weg von einem Champions League Titel. Und so viele Jahre
Gerhard Wirtz ja jetzt auch nicht mehr. Er möchte es mit 29 Jahren also nochmal woanders versuchen. Und so hört er sich während der Europameisterschaft 2032 Angebote von Vereinen an. Deutschland ist auch dabei, die stehen schon im Viertelfinale, wurden Zweiter in einer Gruppe mit Frankreich. Wirtz ist auch im Kader, spielt in jeder einzelnen Partie, aber alles andere wäre auch ein Witz, so gut wie er mittlerweile ist. Aber jetzt schauen wir doch mal. Wer hat überhaupt genügend Geld für Florian Wirtz? Sein Marktwert liegt bei 211,5 Millionen. Also das kann sich nicht jeder Verein leisten. Vielleicht auch einfach gar keiner? Die Europameisterschaft ist mittlerweile vorbei. Portugal schlägt Deutschland im Finale. Aber Deutschland hat hier echt eine starke Mannschaft zusammen. Die letzte WM gewonnen, jetzt im Finale der Europameisterschaft gewesen. Wirtz hat immerhin ein Tor geschossen. So der Überspieler für Deutschland war er bis jetzt noch nicht. Aber er ist trotzdem Weltmeister. Nur wohin wechselt er jetzt als nächstes? Es kommt kein Angebot für ihn rein. Dabei finde ich, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ziemlich gut. Da kriegst du für, sagen wir mal, 250 Millionen Spieler mit einer 96. Also wer das Geld hat, muss es eigentlich probieren. Aber scheinbar hat die Kohle niemand. Und so könnte es sein, dass Florian Wirtz bei Manchester United bleiben muss. Es sind nicht mal mehr 2 Wochen Transferphase übrig. Also ich check's halt wirklich nicht, warum niemand für ihn bietet. Keiner möchte Florian Wirtz haben. Und dabei bleibt es auch bis zum Ende der Transferphase. Das heißt, ich muss für Manchester United jetzt mal wieder einen neuen Keeper verpflichten. Weil Florian Wirtz wird einfach noch eine Saison hier spielen. Das Ganze aber als Kapitän, zu dem er gerade ernannt wurde. Vorher war es Mignon, aber der ist ja jetzt kein Stammspieler mehr. Da bin ich jetzt mal gespannt, zu was die Mannschaft unter seiner Führung imstande ist. Vorher aber natürlich Ballon d'Or-Sieger und es wurde Vinicius. Von der Gesamtstärke her bin ich mir aber ziemlich sicher, dass Florian Wirtz der beste Spieler der Welt ist. Ich könnte mir halt wenn dann nur vorstellen, dass Jamal Musiala ähnlich gut ist. Der hat aber nur eine 95. Jetzt aber zu den Resultaten. Der Kalender ist halt nicht so viel versprechend, weil von dem Champions League Finale hat man da leider nichts gesehen. Top-Torschütze bei Manchester United ist Heulund. Danach kommt dann aber auch schon Florian Wirtz, der die zweitmeisten Vorlagen gibt. Naja, aber so ein zweiter Premier League Titel kann sich doch auch sehen lassen. 84 Punkte. FA Community Shield wurde auch gewonnen. FA Cup nicht, der ging an City. Der Carabao Cup ging dann aber wiederum an Manchester United. Also Manchester United ist schon richtig, richtig stark hier. Davon können die Fans im Real Life nur träumen. Aber für die Champions League reicht es halt nicht mal ansatzweise. Da geht Manchester United unter gegen Real Madrid mit 5:1 insgesamt. Die 10. Saison war das jetzt übrigens. Ich glaube, das habe ich zu Beginn nicht gesagt. Ich versuche das immer dazu zu sagen, damit ihr so ein bisschen einen Überblick habt. Warum gibt es Unruhe bei Manchester United? Das ist die Frage und die Antwort ist ziemlich einfach. Florian Wirtz startet den nächsten Anlauf mit 30 Jahren, den Verein zu verlassen. Sein Vertrag läuft auch aus. Den wird er hier nicht mehr verlängern. Das heißt, Manchester United muss ihn jetzt eigentlich verkaufen, um nochmal viel Geld mit ihm zu verdienen. Aber gibt es jetzt auch endlich mal einen Verein, der so viel Geld bezahlen möchte? Oder warten die jetzt alle drauf, dass sein Vertrag ausläuft, dass sie keine Ablöse für ihn zahlen müssen? Aber es passiert, was passieren musste. Real Madrid meldet sich und bietet 77,6 Millionen plus Mario Ramos, der aber auch absolut crazy gut ist. Also das ist nicht mal so ein schlechter Deal für Manchester United. Die wären sogar wirklich einfach nur dumm, das nicht anzunehmen. Jetzt müssen sich halt nur noch Real Madrid und Wirtz einigen. Aber das klappt natürlich. Real Madrid zahlt ihm sein Wunschgehalt. Und so sieht dann die Vorstellung von ihm aus bei Real Madrid. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deren Mannschaft. Die haben Manchester United ja auseinandergenommen in der Champions League. Noch dazu haben sie den mehrfachen Ballon d'Or-Gewinner Vinny Junior. Rodrigo ist noch hier, Bellingham, Valverde sieht dann im Mittelfeld. Das Team muss man aber auf alle Fälle ordentlich umstellen. So kann sich das doch dann sehen lassen. Klar, im Tor Nieto ist eine Schwachstelle. Da muss in der nächsten Saison was passieren, aber ansonsten ist es überragend. Rechtsverteidiger gibt es halt auch keinen richtigen. Der spielt jetzt mal Balde. Aber den kann ich ja genauso wie Bellingham eigentlich auch einfach umtrainieren, damit der automatische Trainer da nichts verkehrt machen kann. Und so geht's bis zur Ballon d'Or-Verleihung im Oktober. Schaut euch das an. Nur Siege in diesem Monat. Den Ballon d'Or gewinnt, aber trotzdem Spieler von Manchester United, Rasmus Højlund. Aber Florian Wirtz und ich, wir geben noch nicht auf. Auch wenn er mittlerweile 31 Jahre alt ist. Statistik in dieser Saison, 9 Tore, 9 Vorlagen. Da hat er schon mal bessere Saisons gespielt. Auch krass, dass sich Spieler wie Rodrigo mittlerweile aufgrund des Alters verletzen.
verschlechtern. Titelmäßig in der ersten Saison. Bei Real Madrid gibt's direkt die Meisterschaft. Perfekt, aber das ist auch das Mindeste. Jetzt gehen wir rein. Die Supercopa, die wurde auch gewonnen. Die Copa de España nicht. Superpokal geht an Barca. Champions League Sieger wird Manchester City. Im Finale gegen den Ex-Club von Wirtz gegen den FC Bayern. Und Real Madrid ist einfach gegen Arsenal im Achtelfinale geflogen. Also das ist nicht das, was Florian Wirtz sich vorgestellt hat. WM steht jetzt an. Deutschland ist hoffentlich mit dabei. Deutschland ist schon wieder nicht bei einer WM am Start. Und warte mal, sind die hier nicht amtierender WM-Sieger? Das ist ja mal wieder so dermaßen idiotisch. Aber gut, keine weitere Weltmeisterschaft mehr für Florian Wirtz. Dafür gleich ein neuer, richtig guter Mitspieler. Real Madrid bekommt einen neuen Keeper. Und zwar Carlos Cabral, einen jungen Brasilianer, der aber schon direkt mal eine 85 hat mit 19 Jahren. Das ist in der 12. Saison aber auch einfach extrem wichtig, denn es beenden allein dieses Jahr 4 Spieler ihre Karriere. Also der Kader schrumpft extrem zusammen. Mit so einem starken Keeper sollte Real jetzt doch eigentlich noch mal besser performen. Aber wenn man dann auf die Champions League schaut, in der Liga Erster immerhin, in der Champions League 3 Niederlagen in 3 Spielen gegen Feyenoord, Leverkusen und Sparta Prag. Was zur Hölle ist da los, bitte? Den Ballon d'Or gewinnt Wirtz auch schon wieder nicht. Und schon langsam wird es zeitlich eng. Er ist mittlerweile 31 und könnte jede Saison seine Karriere beenden. Mal schauen, ob er seinen Vertrag dann überhaupt nochmal verlängert. Real Madrid ist bis jetzt auch leider nicht so der Erfolg, den sich alle vorgestellt hatten. Gerade hat man schon kurz gesehen, wer die Champions League gewonnen hat. Das war auf alle Fälle nicht Real Madrid, die aber immerhin erneut den La Liga-Titel holen. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Also die zweite Saison hier und der zweite La Liga-Titel. Superpokalsieger wird Man City die Champions League gewinnen. Manchester United. Ausgerechnet Man United. Real ist immerhin noch Gruppendritter geworden, hat also dann Europa League gespielt, ist da bis ins Finale gekommen, unter anderem FC Bayern mit 4:2 besiegt, aber dann war Arsenal zu stark. Wirtz in dieser Saison mit 15 Toren und 15 Vorlagen, ist sogar noch mal besser geworden, ist hochgegangen auf eine 97, der hat keinen Entwicklungsplan oder so drin. Das ist absolut crazy, aber sein Vertrag läuft jetzt halt aus. Florian Wirtz wird in der 13. Saison dieser Karrieresimulation seinen Vertrag bei Real Madrid nochmal verlängern. Das wird er machen, ich habe jetzt ein bisschen zu wenig Gehalt geboten. Als Neuverpflichtung für diese Saison habe ich mich für einen Sechser entschieden. Der heißt José Martínez. Den Regen von Rodrigo habe ich irgendwie nicht gefunden, deshalb habe ich ihn geholt. Es war mir halt wichtig, dass es ein junger Spieler ist. Also zumindest halbwegs jung mit 26. Dadurch kann Valverde jetzt eine Position nach vorne gehen und wir haben einen richtigen Sechser im Team. Valverde wird dann nach dieser Saison auch schon seine Karriere beenden mit 36. Mal schauen, ob Florian Wirtz dann das Kapitänsamt übernimmt. So Kapitän bei Real Madrid zu sein, wäre schon auch nochmal richtig krass. Da ist wirklich nur der Ballon d'Or noch drüber. Bellingham gewinnt den zum ersten Mal. Also ein Mitspieler von Florian Wirtz, der aber 4 Gesamtstärken besser ist. Gut, man muss sagen, die letzte Saison von Florian Wirtz war nicht seine beste. Aber er spielt halt auch nicht so krass offensiv hier. So ein bisschen zurückgezogen hinter den 3 Offensiven. Und er hat auch immer noch seine 97. In dieser Saison 12 Tore und 19 Vorlagen. Mit 33 Jahren, sein Vertrag läuft schon wieder aus. Und man hat es gerade im Kalender schon kurz gesehen. Real Madrid hat einfach das Champions League Finale gegen Nizza verloren. Der nächste Ligatitel wurde aber eingeheimst. Die Supercopa wurde auch gewonnen. Die Copa de España wurde gewonnen. Also es war wirklich nahezu die perfekte Saison. Das Einzige, was am Ende gefehlt hat, ist hier der Sieg im Finale der Champions League. Europameisterschaft steht jetzt wieder bevor. Deutschland ist mit dabei in Gruppe B. Die WM hat Wirtz ja schon gewonnen. Europameisterschaft bis hierhin nicht. Vielleicht kann er das ja jetzt dann noch schaffen. Aber erstmal kauft sich Real Madrid in der 14. Saison einen neuen ZM. Und der ist richtig krass. Emil Dennis von Juventus Turin für 240 Millionen. Der kommt aus Belgien, ist damit der Region von Kevin De Bruyne. Und wahrscheinlich der beste ZM, den man sich holen kann. Kapitän
Fan, ihr seht schon, ist nicht Wirtz, sondern Bellingham geworden. Florian Wirtz hat trotzdem seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Nachdem die letzte Saison so gut war, sehe ich keinen Grund für ihn, Real Madrid zu verlassen. Und jetzt schauen wir uns mal die Europameisterschaft an. Wer gewinnt die EM in diesem Jahr? Es sind die Niederlande. Deutschland ist im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Kroatien leider rausgeflogen. Florian Wirtz kam in 5 von 5 Spielen zum Einsatz. Tor, der hat leider keins geschossen, da kamen die meisten von Musiala. Und Vorlage hat er auch keine gegeben, nur 3 Vorlagen insgesamt. Also scheinbar hat Deutschland einfach zu wenig Tore geschossen. Um das Turnier am Ende zu gewinnen, der Ballon d'Or 2036 geht an Jude Bellingham schon wieder. Und Wirtz wird jetzt langsam schlechter. Also er ist mit 33 Jahren zumindest mal um eine Gesamtstärke jetzt runtergegangen. Aber es bringt auch nichts, den Ballon d'Or-Sieger im Team zu haben. Du gewinnst die Champions League trotzdem nicht. Und gegen wen Real Madrid da schon wieder ausgeschieden ist, ihr seht's gleich. In der Liga wurde man auch nur Zweiter dieses Jahr. 81 Punkte, das erste Jahr, in dem Florian Wirtz mit Real Madrid nicht die La Liga gewinnt und auch ansonsten keinen einzigen Titel. Denn in der Champions League, ich hab's ja angekündigt, war Schluss im Achtelfinale gegen Fenerbahce mit 2:3. Am Ende gewinnt Brighton die Champions League. Statistiken, Vinny 30 Tore, Wirtz 18, vorlagenmäßig ist aber mit Abstand der Beste, hat jetzt halt nur noch eine 95. Aber wir gehen jetzt dann auch in die 15. Saison rein. Und für sein letztes Jahr möchte Florian Wirtz jetzt nochmal was anderes sehen. Deshalb ab auf die Transferliste für den letzten Wechsel mit 34. Als erstes meldet sich RB Leipzig, aber das vergessen wir. Ist nie passiert. Aber generell so ein Wechsel zurück in die Bundesliga wäre eigentlich richtig cool. Manchester United haben wir schon durch. Das muss nicht nochmal sein. AS Monaco sehe ich auch nicht so richtig. Das hier könnte man eigentlich machen. Wirtz zu Mallorca ist ja quasi Deutschland. Aber die werden halt wahrscheinlich keine so gute Mannschaft haben. Crazy, dass die sich Florian Wirtz überhaupt leisten können. Ein 86er Flügel im Mittelfeld geht's eigentlich auch klar. In der Innenverteidigung, das ist keine schlechte Mannschaft. Und er macht damit halt so eine Mischung aus Deutschland und Spanien. Sehe ich schon, warum die Karriere nicht auf Malle ausklingen lassen. Nur leider kommt's zum Stillstand bei den Transferverhandlungen. Florian Wirtz verdient halt wirklich sau viel Geld. Hier 860.000. Ich habe das mal so ein bisschen runtergesetzt auf 300.000. Weil ich glaube, sonst kann sich den überhaupt niemand leisten. So, warten wir jetzt auf den nächsten Club, der zu Florian Wirtz passt. Es sind nicht die Spurs aus meiner Sicht. Als nächstes melden sich Inter Mailand und Manchester City. Zu City kann er halt nicht gehen. So als Ex-Spieler von Manchester United. Und deshalb, warum eigentlich nicht Inter Mailand? Aber auch mit denen konnte keine Einigung über die Vertragskonditionen erzielt werden. Jetzt kann es halt sein, dass Wirtz doch bei Real Madrid bleiben muss. Wäre jetzt auch kein Weltuntergang. Mittlerweile laufen die letzten 10 Stunden des Transferfensters, aber es meldet sich leider kein Club mehr. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Karriereende bei Real Madrid. Er beendet nach dem Saisonende seine Karriere. Das heißt, es ist jetzt auch gleich wirklich die allerletzte Chance auf einen Ballon d'Or. Spieler habe ich jetzt keinen mehr gekauft. Das hole ich gleich im Januar nach. Wir sind im Jahr 2037 und der Ballon d'Or-Sieger ist Vitor Roque von Barcelona. Das habe ich auch noch nie gesehen. Heißt aber gleichzeitig, Florian Wirtz wird aus diesem Video ohne einen einzigen Ballon d'Or rausgehen. Im Jahr 2038 sind dann jetzt die Flügel von Real Madrid nicht mehr so heftig mit Vinny und Rodrigo, beide 79 nur noch. Der eine kommt auf 14 Tore, 4 Vorlagen, der andere auf 9 Tore, 10 Vorlagen. Währenddessen Florian Wirtz zweitbester Torschütze und bester Vorlagengeber. Landet hier am Ende bei einer 93. Die nächste WM findet jetzt statt. Die können wir leider eh nicht mehr ganz durchsimulieren, weil nach 15 Saisons ist ja Schluss. Deutschland ist in Gruppe B. Aber warum hat Florian Wirtz dann nicht dieses Symbol, dass er bei der Nationalmannschaft ist? Scheinbar betreibt Deutschland mal wieder so einen sinnlosen Umbruch. Supercopa wurde gewonnen von Real Madrid. Die Copa de España nicht. Dafür aber, und jetzt kommt's, die Champions League. Let's go! Der zweite Champions League Titel überhaupt erst für Florian Wirtz mit einem 3:0 im Finale gegen schon wieder Brighton. Wie gut sind die hier bitte? Deutsches Finale in der Europa League. LASK gewinnt die Conference League. Jetzt kann ich auch gerne noch ganz bis zum Ende simulieren. Da erwartet einen aber leider nichts Besonderes. Nur irgendwas von wegen hier
ihr Ruhestand. Dann kann man sich nochmal die Karriere anschauen mit Leverkusen, mit dem FC Bayern, danach Manchester United und abschließend Real Madrid. Ich finde, es ist gar nicht mal so unrealistisch. Aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Video. Euer Bernie. Das Video kam jetzt auch einen Tag später als geplant, weil zwischendrin ein neues Update für das Spiel rauskam und dann haben die Cheats nicht mehr funktioniert. Und ohne kannst du sowas halt 0,0 machen. Genauso wie bei meinem letzten Video, wo ich aus der vierten türkischen Liga eine Sprint to Glory gemacht habe.